Dann fahren wir jetzt mal gleich weiter Richtung Unwetterfront, kam gerade bis zu 105. Wahnsinn. Versunkener Kirchturm. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht die Location, hier Max ist auch am Start, Ghost Check. Und heute geht es auf einen Roadtrip. Wir machen ja zwar das Hypermining-Video heute, wie ihr bestimmt schon gesehen habt, weil das kommt vor diesem Video. Ich denke mal, das wird hier ein Zweiteiler werden. Und zwar, wir fahren ja von Feuchtwang nach Augsburg, Hypermining. Und dann werden wir natürlich noch weiterfahren. Ich habe mal so ein bisschen die Alpenpässe angestrebt. Wo es hingeht, kann ich euch noch nicht sagen, weil der Kollege weiß es genauso wenig noch. Das wird erst in Augsburg mal eine kleine Überraschung werden, wenn ich die Bombe sozusagen platzen lasse. Auf jeden Fall, wir nehmen euch hier mal mit. E500, ihr wisst, das ist mein schöner kleiner Baby-Benz. Ne? Wir haben mal natürlich, ich muss es euch so zeigen, mal eine Matratze mit eingepackt, weil es geht schon etwas weiter weg. Vielleicht werden wir nämlich schlafen oder auch nicht, wir werden sehen. Auf jeden Fall, wir fangen jetzt direkt an. Natürlich, was ich vergessen habe, Max, was sagst du dazu? Dass die Leute mal ein Abo dalassen und ein Like dalassen. Ist ja selbstverständlich. Natürlich auch ein Kommentar für den Algorithmus. Also ihr seht, ein Audi e-tron GT ist das. Der fährt zwar auch mit 100 um die 8 Liter rum, umgerechnet natürlich. Aber keine 1000 Kilometer wie wir. Ja, also wir haben jetzt gerade einen Zwischenstand gedreht, 8 Liter haben wir gerade bei 85 Kilometern. Sind eigentlich die ganze Zeit in den LKW gefahren, gerade einfach kacke. Ist ja Reiseverkehr eigentlich, weil seht ihr ja auch recht schön. LKW finde ich gerade keinen, da vorne sind ein paar, vielleicht angeln wir die uns. Wir fahren gerade entspannte 104, 105 schätze ich mal und haben immer noch einen stabilen 8 Liter Verbrauch. Wie gesagt, nee, das wisst ihr noch gar nicht. Wollen unter 8 kommen, ja, wenn wir in Augsburg ankommen. Bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Wie es da vom Meeresspiegel her runtergeht, von den Höhenmetern. Aber mal schauen. Kollege, was ist los? Ah, mit dem Bus. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch was zu sagen? Nee, hast du gerade das Fangirl gesehen? Das hat er zugewunken. Echt? Ah, ja. Guck mal, was da entgegenkommt. Entgegenkommt? Ah. Ja. Ah, sonst wäre der Siedler dein Vater noch wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich. Das ist nicht. Wir sind gerade hier an so einer Raststätte bei Augsburg. Wir haben gerade das Video sozusagen zu Ende gemacht über das Hypermining. 7,7 war der Schnitt auf 150 Kilometer. Ausgerechnet sind es dann auf 80 Liter, circa über 1000 Kilometer mit vollem Tank. Natürlich ist die Frage, wer möchte so fahren. Jetzt haben wir noch so 10 Kilometer Autobahn und da werden wir dann endlich mal wieder hoffentlich ein bisschen Spaß haben. Dreispurige A8 hier. Macht auf jeden Fall viel Spaß, Max. Der muss noch sein Geschäftchen erledigen. Man ist sich sehr eitel darüber, nicht ins Gras zu machen. Ne? Also, das Kleine. Schon verständlich. Na gut. Auf jeden Fall, dann fahren wir jetzt mal gleich weiter Richtung Stilfser Joch. Ich kann es jetzt sagen. Ich kann euch auch, ich bin mir noch ganz sicher, ob wir dorthin fahren, wo ich es mir vorgestellt habe. Stilfser Joch werden wir auf jeden Fall fahren. Werden wir jetzt nach Augsburg kurz fahren, da kurz was erledigen und dann geht es auch schon weiter Richtung Stilfser Joch. Da gibt es leider keine Autobahn. Wir werden nur diese B2 ist es, glaube ich, oder korrigiert mich, die Schnellstraße, die von Augsburg nach Landsberg am Lech führt und darüber hinaus. Dort werden wir fahren. Das ist eine Landstraße sozusagen. Bin ich mal gespannt, ob es da vielleicht unbegrenzt ist, weil separiert ist. Auf jeden Fall. Und dann geht es nach Österreich. Erstmal über die Alpen ein bisschen. An der Zugspitze übrigens vorbei. Bin ich auch schon gespannt drüber. Ganz lecker Spaghetti mit Schinken und Käse. Immer wenn es nach Österreich geht, Bob Marley am Start. Der denkt, das fühlen die Grenzbeamten. Mir scheißegal, soll es einen Drogentest machen, wenn es nicht hin. Naja, zum Glück ist er ja nur Beifahrer. Ich kann ja mal euch zeigen, wo wir vielleicht schlafen werden. Danke, mein Rücken. Du kannst da vorne schlafen, da ist dein Platz. Das habe ich diesmal nur für mich gemacht. Davor ziehe ich dich raus und lasse dich in Österreich stehen und fahre mit dem Auto.
Ja. Genau. Dann tanken wir jetzt noch kurz. LPG. Ja, wir brauchen ja jetzt nicht Benzin fahren. Und natürlich das tiefste Joch geht es dann mit Benzin hoch. Ja, da müssen wir schauen. Und Jungs, schaut euch mal die Karre an. Sieht schon fresh aus. Auf No-Flex-Basis natürlich. Das fresh aussehen hier, steht neben der Karre. Das da. Was ist das für ein Tabak? My State. Pueblo für die Leute, die Rauchen anfangen wollen. Hast du irgendeinen Kommentar dazu zum Rauchen anfangen? Ja, keine Schachteln kaufen. Korrekt. Es kommt ein bisschen cringe rüber jetzt. Die ganze Sache. Aber zum Glück sieht man der Tatsache ins Auge. Leute, wir sind hier jetzt am Vorgernsee gelandet. Da hinten ist Schloss Neuschwanstein, wie ihr seht. Ich kann jetzt nichts anderes filmen, leider. Wir können noch uns filmen, aber ich glaube, das ersparen wir euch mal. Obwohl, ich kann rumschwenken mit zweimal. Jawohl. Ja. Auf jeden Fall sehr schön. Das ist bei Füssen. Und Chef, was sagst du dazu, Maestro? Gut. Auf jeden Fall, was wir jetzt noch vorhaben, wir sind uns noch nicht ganz so sicher, ob wir ein Stilfser Joch fahren. Wir sind jetzt noch knapp 100 Kilometer. Chef, was sagst du zu 100 Kilometern nach zum Stilfser Joch? Bob Marley? Mhm. Super. Super? Ja, Max, der sieht das Ganze nicht so entspannt, weil der hat halt nicht gedacht, dass wir so weit fahren gleich, sondern eher eine kleine Tour machen. Weil sonst hätte ich ja, was hätte ich mitgenommen? Campingstühle und so ein Scheiß, wo man sich halt irgendwo hinschälen kann. Grill. Ja gut, Grill könnte man noch kaufen. Ja. Auf jeden Fall, so ein Club Mac ist ganz einfach. Ja, auf jeden Fall, wir genießen hier gerade noch ein bisschen die Zeit. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön hier. Das hört sich falsch an. Doch, wir genießen schon hier am See die Zeit. Ja, genau, das hört sich schon besser an. Das hört sich schon gut an. Na, also, sehr schön. Da hinten zieht es irgendwie zu, da müssen wir noch drüber, also hier über die Alpen. Hier hinten ist ungefähr Füssen, da. Dann fahren wir über den Fernpass A7 und dann sind wir schon in Österreich. Ne? Also, dann rauchen wir jetzt noch eine. Da hinten steht übrigens das Auto perfekt geparkt. Ich weiß nämlich nicht, wie ich hier rauskommen soll. Ne? Da geht es nämlich ins Wasser. Ich könnte versuchen, hier reinzufahren oder ich schiebe die Karre da rückwärts wieder den Berg hoch. Die Varianten haben wir. Es dröhnt. Seht ihr mal die Brücke hier euch an. Da oben stehen einfach Leute. Ich hoffe, ihr seht's. Ja, wir sind jetzt hier gerade auf dem Fernpass in Österreich. Kann ich euch mal zeigen. 850 Meter hoch sind wir. 950. 950 meine ich, ja. Chef fährt. Hoffentlich anständig. Mit dem Maschallah-Spiegel da hinten. Einfach hingebastelt. Ja, auf jeden Fall sehr amüsante Strecke hier. Genau, also dann fahren wir mal einen Ticken weiter. Wir haben nämlich noch knapp über 150 Kilometer ans Stilfser Joch. Leute, schaut mal. Das ist der Hammer. Die Straßen hier auch wirklich schön. Nur blöd, dass unsere beide Speicherkarten voll sind. Nur blöd, dass der Autofahrer vor uns mich mega aufregt, weil der Typ irgendwie 30 fährt, wo du locker das Doppelte fahren kannst. Hier zwar jetzt nicht, aber allgemein in Ortschaften ist 50 erlaubt. Der Typ fährt vielleicht 25 bis 30. Ja, auf jeden Fall. Ja, schön, Leute. Unwetterfront. Geil. Das sieht geil aus. Also ist wirklich top hier. Also es sieht halt echt geil aus. Jetzt habe ich halt hier mein Ladekabel dran. Auf jeden Fall sehr, sehr schön hier. Max hat auch Spaß. Ja. Mal endlich. Ja, auf jeden Fall Unwetterfront kam gerade. Bis zu 150 km/h. Was sagst du dazu? Er sagt dazu nichts. Ich sag dazu einfach nichts. Besser ist es. Also, weiter geht's. Macht Spaß. Regenschauer sind wir nicht verblieben geworden. Aber bisher nur leichter Regen, klopft auf Holz, dass es auch so bleibt. Max am Steuer hier auch ganz lässig mit einer Hand. Aquaplaning ist an. Ja, ja, da sieht man es. Jetzt sind wir in Tarents,
euch, die Einheimischen bestimmt bekannt. Hey, hier ist die ganze Wir haben noch 100 Kilometer circa bis zum Stilfser Joch. Dort soll das Wetter nicht so schlecht sein. Also es zieht nur über Österreich drüber. Da sind wir mal gespannt, gell? Ja. Sonst schlafen wir einfach unten am Stilfser Joch und fahren morgen früh hoch. Weil da soll es dann gut sein. Ja, wenn nicht, suchen wir halt irgendwo was, wo wir uns runterstellen können. Auch wenn wir im Auto pennen, suchen wir uns trotzdem dann was, wo wir uns runterstellen können, das nicht. Kollege Tim wäre jetzt ausgewichen. Links, rechts wieder. Ja, auf jeden Fall. Da werden wir kein Gamer-Bann bekommen. Ja, Leute, kleiner Zwischensport. Wir fahren jetzt gerade Richtung Reschenpass. Wir haben doch noch eine Vignette gekauft, weil unser tolles Navi vergessen hatte, sozusagen die Straße bzw. die Autobahn A12 als vignettenpflichtig einzugeben. Ich habe ja auf Maut vermeint. Leute, Reschenpass ist die Antwort. Radio gibt es hier leider fast keins, außer Krone-Hit irgendwie. Weil das läuft auch nicht gescheit. Und jetzt fahren wir hier gerade schön den Reschenpass hoch. Eindrücke ohne Ende. Ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Klar, die Straßen sind recht eng gebaut. Aber dennoch durchgängig befahrbar. Sehr, sehr schön. Ja, schaut es euch mal einfach an. Ne? Sehr schön. Und jetzt düsen wir mal den Reschenpass hoch. Wir sind hier, wie heißt das Städtchen? Warte, muss ich gucken. Wahnsinn. Versunkener Kirchturm im Wasser. Das sind ganz viele Häuser da drin. Aber echt? Der Kirchturm ist halt der höchste, deswegen schaut er noch aus. Sieht auf jeden Fall richtig sick aus. Wir sind gerade über die italienische Grenze gefahren. Jetzt haben wir noch knapp 50 Kilometer ungefähr entfernt. Es knattert. Wir sind und grauen blitzt im Winschgau. Grauen im Winschgau. Ja. Sehr sehenswert, vor allem bei schönem Wetter. Nicht so wie jetzt. Ne? Ja. Hier steht's. Lago di Risia. Aber ihr seht schon, wie krass das Ding, ne? Wie krass sie das Wasser abgelassen haben hier. Das sieht schon geil aus. Ne? Also vor allem, wie der beleuchtet wurde. Ne? Ja, die haben schon krass. Sehr sehenswert. Wir gehen jetzt schlafen. Beide erschöpft. Ja. Wie schon gesagt, 7 Stunden Fahrt hinter uns. Da hinten wartet das Ganze. Und morgen geht's ans Stilfser Joch. Fahren wir durch, hoch. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Ich gehe aber stark davon aus, dass das so sein wird. Aber das ist für euch im zweiten Video dann. Deswegen gleich mal ein Abo dalassen, falls ihr die Fahrt nicht verpassen wollt. Ist auf jeden Fall sehr spannend, wird es. Bin auch sehr gespannt. Was sagst du dazu? Ja, ich er versucht sich filmerisch zumindest umzusetzen. Ne? Und ja, also man sieht es, glaube ich, an. Sehr müde. Ich gehe jetzt schlafen und ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Like, lasst gerne mal einen Kommentar da, wie ihr so den Vlog gefunden habt. Und dann sieht man sich. Ciao.